Hallöchen Leute, willkommen zurück zu God of War. Zuletzt haben wir hier die Weltenschlange gesehen. Da liegt sie. Ziemlich ruhig, friedlich. Sie hat versucht mit uns zu sprechen, aber auch der kleine Atreus konnte nicht entziffern, was sie uns sagen wollte. Und wir haben einen guten alten Bekannten, den guten Brock, wiedergefunden und haben unsere gesamte Rüstung und unsere Waffe darauf ausgelegt, dass wir richtig viel Stärke haben. Und wir haben auch zuletzt drei oder einen dritten Apfel gefunden. Und damit haben wir jetzt ein bisschen unser Leben erhöht, unser maximales Leben. Das ist natürlich super. Was ist denn da? Ist es ein Fisch? Können wir den aufheben? Oh Mann, der kleine arme Fischi. Ja, und nun geht es weiter mit unserer Reise. Weiterhin in Richtung Berg. Und was können wir hier machen? Ein Aufzug. Beantwortet zwar nicht meine Frage, was wir hier machen können, aber... Ein Horn. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Die Folgen davon können wir absehen. Nein, das hier ist etwas anderes. Wir müssen deine Instinkte schärfen. Ich find's super, wie der Kleine alles Mögliche hinterfragt. Vor allem ist es halt so in Videospielen. Keine Ahnung, Resident Evil, du probierst dich an irgendwelchen Schaltkreisen aus, keine Ahnung was. Da würdest du eigentlich die Finger von lassen in der Realität. Atreus, fortgeschrittener Kampf. Atreus fühlt sich nun sicher im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physisch angreift, wenn sich ihm die Möglichkeit ergibt. Diese Fähigkeiten können im Fähigkeitenmenü verbessert werden. Ja gut, das weiß ich. Okay, war gerade ein roter Pfeil, war wahrscheinlich Teil des Tutorials. Oh, oder auch nicht. Gut. Probieren wir mal den Sprungangriff aus. War das schon die Sprungattacke? Nein. Mit etwas Glück kommen wir durch den Turm hindurch zum Dach. Ja, ich sag mal jein. Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Da hinten waren wir letztens in der Folge. Alles Klärchen. Schöne Abkürzung freigeschaltet. Hatten wir da denn noch was, was wir entdecken mussten? Ich glaube nicht. Man sieht, vieles fügt sich auch hier in der Spielwelt. Der Talisman ist sehr hilfreich. Ja, also da hat man sehr viel kürzere Abklingzeiten. Quatsch, da hat man ein bisschen Leben, hat aber lange Abklingzeiten, so rum. Ja, das ist ein neues Dock. Wie, wir verlassen jetzt einfach diese Gegend? Na gut, dann machen wir mal.
Wie gesagt, ich folge einfach mal so ein bisschen der Story. Wir gucken einfach, wie wir weiterkommen und wir werden sicher schon den ein oder anderen Ort nochmal besuchen müssen. Ich hoffe, ich lerne es mal langsam, dass ich die ganze Zeit ausweichen muss. Du musst noch viel lernen. So, ein bisschen Leben gibt's jetzt wieder zurück durch die Vitalitätsschub, durch den Talisman. Sieh mal hier, noch eins. Sieh mal, das ist die Weltenschlange. Sie ist so viel größer, als ich dachte. Da, sie hat Thor gebissen. Oder... wird ihn beißen, offenbar. Mehr als nur Mythen. Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Was ist das? Ich bin furchtbar. Gift. Ab jetzt weiche ich nach jedem Kampf einmal kurz aus. Hey, ein Sprachschiff betreibt. Wir sollten weitersuchen. Was ist das denn? Was ist das? Warum kann ich damit nichts anstellen? Gut, suchen wir erstmal weiter. Komm durch, Kleiner. Ja, was macht er denn? Okay, wir sollen auf jeden Fall rübergehen. Vermute ich jetzt einfach mal. Wir sollen auf jeden Fall rübergehen. Vermute ich jetzt einfach mal. Das klang sehr entschlossen und dann doch sehr unentschlossen. Was waren das für Dinger? Die rochen furchtbar. Deine Mutter nannte sie Hohnstangen. Giftmagie. Sie hat mir gezeigt, wie man sie deaktivieren kann. Was? Es ist lustig, mir vorzustellen, wie sie dir was beibringt. Ja. Gut, wir haben wenigstens den Weg, wie wir wieder zurückkommen werden. Wirklich neblig hier.
ein Zwerg. Sollen wir... Nein, er ist unbedeutend. Entschuldigung, aber woher hast du diese Axt? Das geht nur mich etwas an. Und das bezweifle ich gar nicht. Die Klinge kenne ich. Das ist eine von uns, aber die war nicht für dich gemacht, weißt du? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich war... Naja, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass du ihr was angetan hast. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Faes tot? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin. Und eine gute Frau. Na gut. Ich verbessere diese Axt. Aber niemand hat darum gebeten. Ja, stimmt. Aber deine Mutter, sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch meinen Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Ja, doch ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Ich schwör's bei Freya. Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja, aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Oh. Oh. Ist das Blut? Oh. Woran arbeitest du? Oh, das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Wo sollen wir anfangen? Auferstehungssteine sind jetzt in Läden verfügbar. Und was machen die? Ein magischer Stein, der Kratos mit einer kleinen Menge an Gesundheit wiederbelebt. Drücken Sie Viereck, wenn Kratos stirbt, damit Atreus ihn wieder ins Leben holt. Es kann jeweils nur ein Auferstehungsstein getragen werden. Für 1000, das geht voll. Dann nehmen wir einen mal zur Sicherheit mit. Ein erworbener Auferstehungsstein wird hier angezeigt. Sauber, die Rüstung können wir verbessern. Aber da wir nicht so viel Material haben und erst letztens die Rüstung gekauft haben, würde ich sagen, warten wir da nochmal. Okay, das kostet nur Geld. Das könnte ich mal machen. Nochmal in die Finger bekommen, aber falls doch, sag ihm, er soll seinen Stahl länger härten, sonst verzieht sich die Schneide. Ich glaube nicht, dass Kratos das weitergeben wird, aber danke für den Tipp. Kaum ist man mal einen Meter raus von der sicheren Zone, schon gibt's direkt Angriffe von jeder Seite.
Na okay, super. Lebend aus der ganzen Chose wieder rausgekommen. Wie schön wuchtig auch alles klingt, was Kratos macht, ne? Der haut in eine Kiste, bäm, die zersplittert Atreus, einfach. Komm her. Das kann man sich nicht vorstellen. Aha. Bin ich hier an ein Zeitenlimit gebunden oder kann ich alles sehr entspannt angehen? Okay, die 3 oder ein umgekehrtes B muss da stehen. Sag mal, kommen wir dem Berg denn näher? Tun wir. Ja, Moment mal. Hier geht's mit der Main Quest weiter. Natürlich möchte ich aber erstmal die Truhe öffnen. Ja, die Truhen können einem natürlich das Leben deutlich erleichtern. Es dauert zwar ein bisschen, bis man sie hat, aber dafür stirbt man dann ein, zwei Mal weniger und alles passt super. Pass bitte auf, das repariere ich noch. Dämliche Laufrolle. Was ist denn mit dir? Ja, irgendwie bisschen nervig. Okay, er kann einfach durchs Gift laufen. Ein bisschen nervig, dass man einige Sachen dann doch sieht, aber nicht bekommt. Ah, ich verstehe. Das P muss quasi dann hier sein. Ach, Nummer 3 ist da hinten. Sauber. Damit dürften wir alles haben. Ach nee, das B ist umgekehrt. Okay, die 3 haben wir hier. Gibt es hier ein umgekehrtes B? Ja.
Jetzt aber. Jawohl, nice. Und ein weiteres Horn mit Blutmet gefunden. Gut, hier geht's jetzt weiter. Konzentrier dich. Die Wiedergängerin geben nicht auf. Ja, zeigen wir mal im Menü kurz an. Abwehr 4, Abklingzeit 5 ist ganz okay, aber Stärke 9. Ich meine ganz ehrlich, Leute, Stärke 9. Wir reden hier über Stärke 9. So, da haben wir nicht genug Erfahrungspunkte für, hier auch nicht. Schildkampf 1000 und hier 1500, 2000. 3000. Ah, okay, das sind gar keine Trees, das sind alles einzelne Fähigkeiten. Okay, cool. Ja, weil die Striche denkt man sich irgendwann dazu. Sind ja auch sehr zart. 4500! Erfordert Vitalität 4 von 125. Das heißt, wir werden noch so unfassbar viel Vitalität und Co. haben. 100 ist also nicht das Maximale. Das kann man schon mal festhalten. Jawohl. Ja, die einzelnen Kämpfe sind aber auch immer wieder mal ein bisschen kniffliger, ne? Aber die Gegner weichen zumindest ziemlich gut aus. Hier geht's zur Main Quest weiter, hier geht's normal weiter. Also, normal im Sinne von erst laufen wir hier hin und dann geht's woanders. Ja, wobei, Moment. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen.
Vielleicht ist es die Axt, aber ich glaube nicht, weil Kratos hat schon mal versucht, so eine Tür aufzumachen und es ging nicht. Ja, okay, es geht nicht. Ja, jetzt wird schon so ein bisschen Backtracking eingeleitet. Bei manchen Stellen finde ich es ja cool. Aber es ist schon mittlerweile echt relativ viel. Könnte ich Sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit ihr. Du warst so oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein. Wie sollst du denn in die Tür? Du sollst mir lieber nicht reintreten. Endlich ist es vorbei. Geheimschulterwickel. Schauen wir uns direkt an. 6-8. Ein bisschen mehr Abwehr. Viel in Sachen Abklingzeit, aber ja, wie gesagt, ich brauche das nicht so. Angriff des weißen Bären. Zumindest brauchen wir es noch nicht, die Abklingzeit. Ist definitiv eine viel stärkere Attacke. Es ist schon verdammt cool, wie viele Angriffsvariationen man hat und wie viele Variationen mit der Waffe man hat. Oder auch haben wird, teilweise. Obwohl man im Moment eigentlich nur diese eine Waffe bei sich trägt. Oh!
Da ist einer wütend. Frostflamme. Nice. Wir können unsere Waffe wieder verbessern. Symbol der Wahrheit. Ein Zauber der Stärke und Runenkraft um 3 erhöht. Interessant. Ja, Leute. Krass. Und damit einen ziemlich harten Fight heute nochmal abgeschlossen. Da gibt es noch ein bisschen Hacksilber. Ja, und damit vielen, vielen Dank euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge mit God of War. Lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Macht's gut.